Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zum Spielen. Gerade freigeschaltet Warhammer Space Marine 2. Da warte ich echt auch schon lange drauf, da habe ich richtig Bock zu. Und ich zeige euch die erste Stunde im Game für alle, die Bock haben oder die unentschlossen sind. Einfach so einen ersten Eindruck. Und ich bin selbst gespannt. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, habe immer nur Gutes drüber gehört. Ist auch schon ewig her, meine ich. Und ich habe Bock auf richtig Geschnetzeltes. Deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal, wie es ist. Und hüpfen mal rein hier. Risiko von Anfällen. Achso, ja gut, okay. Der Standardkram. Ah, kann ich wegdrücken. Mega. Ah, doch, das sollte passen. Will ich alles annehmen. Annehmen. Und Crossplay ist aktiviert. Du findest die Einstellung im Einstellungsmenü. Sehr, sehr geil. So. Wir gehen direkt mal als allererstes mal ganz kurz in die Einstellungen und stellen die Qualität definitiv auf Geschwindigkeit. Ich habe keine Lust, in 30 FPS zu spielen. Helmdarstellung, natürlich. Ich bin ein Helmfreaky. Und deswegen ist Unschärfe aus den Schmutz. So, dann machen wir direkt schon. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Den Rest lassen wir erstmal so. Anwenden. Zurück. Neues Spiel. Ach, okay. Er lässt mich hier auch nochmal so ein paar Sachen einstellen. Okay, das lassen wir erstmal so. Leicht, normal, Veteran, Engel des Todes. So, da wir noch nicht drin sind, ich hoffe, man kann umstellen währenddessen. Wir bleiben erstmal auf normal. Im 41. Jahrtausend steht die Menschheit kurz vor ihrer Auslöschung. Da das viele Galaxien umspannende Imperium der Menschheit wird von allen Seiten durch feindlich gesinnte Aliens bedroht. Während Verräter und Heretiker es von innen zersetzen. Ein neues dunkles Zeitalter ist hereingebrochen, in dem immerwährender Krieg herrscht. Die Aufklärung ist Aberglauben, sinnentleerter Rhetorik und blinder Gebetswut gewichen. Die unzähligen Milliarden von Menschen, die in diesem Zeitalter ihr Dasein fristen, leben im grausamsten, blutigsten Regime, das die Menschheit je erlebt hat. Die Space Marines, übermenschliche, durch Biotechnologie gezüchtete Krieger, sind die mächtigsten, gefürchteten Verteidiger des Imperiums. Sie sind die letzte Hoffnung der Menschheit gegen den Terror. Ah, jetzt war ich zu langsam. The grim darkness of the far future, there's only war. Ich bin gespannt. Kadaku-Sektor. Oh, die Helden, was kommen?
Wir bekämpfen die Tyranniden primär, ne? So wie ein Helder, was die Bugs. Deathwatch Kill Team Primus. Die Rüstungen sind so dermaßen geil, das ist der Hammer. Liebe das. Warhammer Franchise ist eh total geil. Und 40k ganz besonders. Yo. Schön in zwei Teile geschnitzelt. Okay, wir sollten eigentlich normal landen. Oh, das sieht nice aus. Kill Team Anführer in Trupp, Vox Check. Wiederhole, Kill Team Anführer in Trupp, Vox bestätigen. Kill Team an. Wir sind circa 20. Position abgestürzt. Habt ihr die Virusbombe? Kontakt zu Bruder. Ah, musst du festhalten. Hat spät. Wehre mich dem Orbitalwerfer. Sichere die Post. Kelsfrost, Pulver. Ich gehe jetzt zur Absturzstelle. Verstanden? Ist Nachricht vom Kommandanten. Ja, das ist krass, was da los ist. Absturz. Bin hier, verdammt. Kelsfrost, du hast das Kommando. Wie lauten deine Befehle? Wir gehen nach Plan vor. Die Virusbombe in die Stratosphäre schießen, detonieren und zuschauen, wie die Tyranniden abkratzen. Das wird ein freudiger Anblick. Der Transmitter ist defekt. Hormaganten, hier wimmelt es von denen. Ich muss gerade mal was gucken. Ob... Untertitel... Okay, warum sind die ausgeschaltet? Kannst du wahrscheinlich nur im Hauptmenü machen. Okay, egal. Das Schwert ist der Hammer. Rüstung, okay. Schaden reduziert die Rüstung. Die Rüstung erhöht sich nach einer kurzen Verzögerung. Okay, du kannst... Kürzlich verlorene Gesundheit auffüllen, indem du Schaden verursachst. Die weiße Linie zeigt die maximale Wiederauffüllung an. Okay, wenn. Okay, ist ein wohl ein ähnliches System wie in Bloodborne zum Beispiel. Das hat auch so eins. Wenn du Schaden genommen hast, konntest du, wenn du direkt wieder in die Offensive gingst, konntest du dir ein bisschen was an Leben wiederholen. Kettenschwert-Kombination. Halte R1, um ein Kettenschwert-Kombo mit einem schweren Angriff zu beenden. Je länger die Kombo, desto mächtiger der schwere Angriff.
Taktischer Ansatz. Setze schwere Angriffe gegen große Gegnergruppen ein. Ich habe mit diesen hey, kann ich den vorher... Ah, okay. Okay. Verteidigung, drücke L1 für eine Parade. Normale Angriffe und blau markierte Angriffe können pariert werden. Genau im richtigen Moment ausgeführte Paraden können kleinere Gegner sofort töten und größere Gegner ins Taumeln bringen. Okay. Geil. Ey, wo gab's hier was? Oh. Steht auf Schwanz gepackt und mit dem zugeschlagen. Das ist geil. Na komm. Love it. Okay, wie ihr seht, der Schild hat wieder aufgeladen, aber... Ja, okay. Ausweichen, drücke X, um rot markierten Angriffen auszuweichen. Diese Angriffe können nicht pariert werden. Drücke R3, damit die Kamera vor dem Gegner verfolgt, zum Beispiel Tyrannenkrieger. Ah, okay, okay, ich hab einen Lock-On. Okay, den muss ausschweichen. Parieren. Exekutieren. Drücke R3, wenn ein Gegner handlungsunfähig ist, um einen Finisher auszuführen, der ein wenig Rüstung wiederherstellt. Und nur Rüstung. Keine Lebensenergie, weil die Lebensenergie ist ziemlich down gerade. Du musst diese Bombe erreichen. Das werde ich. Und wenn ich mich zu ihr durchbeißen muss. Man sieht schon, dass die Auflösung ein bisschen geringer ist, klar, ne? Durch die durch den Performance-Modus. Ich würde sagen, immer zwischen 1080p und 1440. Aber das flüssige Gameplay ist halt einfach King bei mir, ne? Also ich bin da echt absolut pro flüssigem Gameplay. Oder ich werde sie rächen. Ah, okay. Wir haben eine Pistole. Ich hör's an. Gefühlt geht ausweichen, wenn dann. Ja, gut, ich bin dazu gewöhnt auf Double Tap. Geht beides gut. Ein bisschen Munition. Feindschwächen, halte R1, um kleinere Gegner zurückzustoßen. Halte R1, okay. Um sie für einen Nahkampfschuss zu markieren. Drücke R2, um einen markierten Gegner mit einem Nahkampfschuss anzugreifen. Kampfvorteil, ein Nahkampfschuss tötet kleine Gegner sofort und fügt größeren Gegnern erheblichen Schaden zu. Okay, wie soll das funktionieren? Ah, okay, sobald das Fadenkreuz, seht ihr das? Sobald das da ist.
Okay, nice. Probieren wir aus. Oh. Ah, danach R2. Ich brauche nicht anzuvisieren. Oh, aus der Hüfte ballern ist auch geil eigentlich. Ich bin gespannt, ob ich das wechseln kann. Das hätte ich tatsächlich lieber gern auf Kreis ausweichen. Wir haben keine Zeit mehr. Lassen wir mal kurz schauen, ob da möglich ist. Kontrollerbelegung. Vibration. Adaptive Trigger, den Scheiß ausmachen. Hier kann ich es umstellen. Tür-ATB, okay. Hier ausweichen und. Ja, ist gut. Das nehmen wir. Dann bin ich ein bisschen safe. Ja, das ist gut. Killteam, bin an der Absturzstelle. Ulfa, Bären! Treue Ergebenheit ehrt das Imperium. Ulfar, Kelsros, wenn ihr mich hören könnt, ich habe die Virusbombe, bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Fester kannst du nicht zubeißen, Xenos. Okay. Komm schon! Ja! Dein Tod wird nicht ungesühnt bleiben. Oh. Oh, exekutieren! Oh, fuck, jetzt schon verpasst. Scheint so, ich weiß nicht, ob das nur ein Tutorial so ist. Aber vielleicht war das ein Checkpoint und ich habe deswegen Dings wieder bekommen. Leben. Oh, okay.
Parieren muss Papa noch üben. Oh fuck, den kann ich nicht kontern. Oh fuck. Oh. Ein bisschen wenig live. Automatisches Präzisionsgewehr. Logaufzeichnung an die imperiale Einheit, die dieses Log findet. Oh, geil. Das Team hat eine Bruchlandung hingelegt. Alle meine Brüder wurden von den Tyranniden getötet. Ich habe die Virusbombe. Bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Zünde sie in der Stratosphäre, damit sie sich über die Tyranniden-Stellungen verteilt. Schultern wechseln geht auch nicht. Warum machen die meisten Games dann? Ich raff das nicht. Ja, was war das? Ich glaube, das war nicht gewollt. Das war nicht gewollt. Ernsthaft? Letzten Checkpoint laden. Ja, dann will ich das mal machen. Alter. Okay. Zum Glück hat's gute Checkpoints. Ich weiß nicht, was mich da so hochgeschleudert hat, aber krass. Chance, die Tyranniden zu verlangsamen. Das Virus wird sich durch ihre Truppen verbreiten. Sie werden sich anpassen. Aber hierher? Es wird sie verlangsamen. Das Virus muss in die Stratosphäre geschossen werden. Nur das zählt.
Nein! Ah, oh, fuck. War ich schnell genug? Meine Schicht. Das ist der Orbitalwerfer. Lade die Waffe. Überschreibungserlaubnis. Setze die Flugbahn auf Detonation in der Stratosphäre. Das Ritual der Sicherung muss durchgeführt werden. Bitte autorisierten Magos an der Befehlskonsole aufsuchen. Hey, wo? Ach, drin. Granatenmenge? Wo sind Granaten? Ah, jetzt haben wir Granaten. Okay, gut. Maschinengeist, wo ist die Befehlskonsole? Auf der Aussichtsplattform oben. Der diensthabende Magos antwortet nicht. Hol den Aufzug. Das ist mir definitiv ein bisschen zu langsam. Aber die Einstellungen, wenn wir uns auch in einem anderen Video richtig besser angucken. Maschinengeist, wie ist der Status des Orbitalwerfers? Hoher Zustand. Konsole seit 22 Stunden inaktiv. Dieses respektlose Verhalten dem Omnissiah gegenüber wurde aufgezeichnet. Aktiviere die Startsysteme. Das Ritual der Initialisierung muss durchgeführt werden. Bitte autorisierten Magos an der Befehlskonsole aufsuchen. Die Befehlskonsole befindet sich am Rand der Aussichtsplattform. Oh. Ein Magos wird sich in Kürze um sie kümmern. Unwahrscheinlich. Ja. Segnungen abgeschlossen. Systeme verlassen den Ruhezustand. Ritual der Kondensatoren eingeleitet. Mitarbeiter dürfen mit den Gebeten des Ladens beginnen. Beim Thron. Geht das nicht etwas schneller? Es sind seismische Störungen aufgetreten. Flugbahn wurde womöglich verändert. Okay, überlebe, bis die Aktivierung abgeschlossen ist.
Yo! Ich glaube, da kannst du gar nicht daneben schießen. Alter, was geht ab? Und wo kommen die? Wo kommen die hoch? Organische Präsenz auf der Schienenbahn erkannt. Sämtliche Mitarbeiter werden bewegt, sie vor dem Stand zu verlassen. Stadtvorbereitungen abgeschlossen. Ach du Heilige. Moment, Kurzpause, es hat geklingelt. So, okay, da sind wir wieder. Oh mein Gott. Oh. Alter, hier wird los. Schießen die wir. Oh fuck. Okay. Es ist vollbracht. Das ist geil. Ist so. Ich werde nicht ruhen, bis ihr tot seid. Alter. Oh. Selbst wenn ihr mich tötet, werdet ihr Wunden tragen, die euch an mich erinnern werden. Weißt du, ich nehme euch alle mit.
soll euer Fleisch von den Knochen fressen. Yo, was bist du? Ich sollte besser parieren üben. Oh fuck. Kanal ins Maul. Krasser Scheiß. Also bisher ist ein richtig geiles Geschnitzel. Das mit dem Parieren, das muss man, glaube ich, noch ein bisschen verinnerlichen. Ich bin ja eigentlich eher so der Typ, der ausweicht statt pariert. Weil das ist halt extrem wichtig hier, ne? Sehe ich jetzt schon. Mach mal. Jetzt ein Primaris. Warum? Lord Kalgar höchstpersönlich gab den Befehl. Primaris? Ist er hier? Nein, der Primarch hat ihn gerufen. Ich muss zurück zur Watch-Festung. Sie haben eine neue Aufgabe. Aber mein Platz ist in der Death Watch. Die Inquisition findet keinen Makel an Ihnen, Titus. Der Häresie beschuldigt. Haben sie in der Death Watch gebüßt. Fast ein Jahrhundert lang. Ohne das geringste Zögern. Aber sie können erst erlöst werden, nachdem sie sich dem Urteil ihrer Brüder gestellt haben. Beweisen sie sich. Und sie werden entzündet. Was ist okay. Meine Ehre ist mein Leben. Was ist Schicksal? Meine Pflicht ist mein Schicksal. Was ist Angst? Meine Angst ist zu versagen. Ist noch total irre, ne? Was ist der Lohn? Meine Erlösung ist mein Lohn. Was ist Ihr Handwerk? Mein Handwerk ist der Tod. Was ist Ihr Schwur? Mein Schwur ist die ewige Treue. Geil.
Fetter Prolog, ey. Durch die Rubicon-Operation sind sie nun ein primares Marine. Sie sind jetzt stärker, schneller und widerstandsfähiger. Sie werden ihren Platz als Ultramarine erneut einnehmen. Ihre Brüder werden von ihrem Dienst in der Deathwatch wissen. Aber ihr unehrenhafter Status als Schwarzschild wurde aus den Archiven getilgt. Sollte er entdeckt werden, dürfte es Fragen geben. Lord Kalgar gibt ihnen eine zweite Chance. Vergeuden Sie sie nicht. Okay. Geil. Ich kann mir den Helm. Ich weiß nicht, welche Rüstung da geiler aussieht. Der eine geiler als die andere, das ist echt der Hammer. Soldaten werden Wochen brauchen, um die ganzen Tyranniden-Fetzen zu Bruder. Leutnant? Cordanus, auf uns wartet Arbeit. Trommel den Rest des Trupps auf dem Flugdeck zusammen. Ja, Bruder. Wirklich nice aus. Bleiben Sie. Mein Lord, Leutnant Titus meldet sich zum Dienst. Sagt Sergeant Gadriel, er soll zur Brücke gehen. Wie geht's euren Wunden? Gut genug. Ich bin ganz ehrlich, Titus. Ich halte euren Wiedereinsatz für keine gute Idee. Es wird Fragen geben. Und Argwohn. Wir können uns keine Zwietracht unter den Männern leisten. Nicht jetzt. Sie sind jetzt ein Leutnant. Ist das ein Problem? Nein, Captain. Also schön. Eine Splitterflotte der Tyranniden greift an. Sie bedroht zwei Planeten. Avarax, eine Makropolwelt, und Kadaku. Den kennen Sie schon. Wir werden den letzteren aufgeben. Es gibt dort nur Adeptus Mechanicus Forschungseinrichtungen. Wir evakuieren die wichtigsten Güter und Mitarbeiter. Die Abwehrwaffen werden unseren Schiffen den Himmel freihalten. Die Tyranniden wissen von unserem Vorhaben. Okay. Sie müssen da runter und diese Waffen beschützen. Captain, Sie haben mich herbestellt. Sergeant, das ist Leutnant Titus. Er übernimmt das Kommando über Ihren Trupp. Sir, ich... Ich erwarte Sie in 30 Minuten am Boden. Wegtreten. Leutnant, bitte entschuldigen Sie mein Zögern. Ich hatte nur nicht mit dieser Entwicklung der Dinge gerechnet. Ich auch nicht. Sergeant Gadriel, die Absolver steht zum Abflug bereit. Bruder Chiron, das ist Leutnant Titus. Er wird unseren Trupp anführen. Ach wirklich? Es freut mich, einem solch erfahrenen Kommandanten zu unterstehen. Ist der Rest des Trupps bereit? Hat sich bereits auf dem Flugdeck versammelt. Gut, wir brechen sofort auf. Okay. Kannst jetzt online spielen. Lade Freunde deinen Trupp ein und spiele mit ihnen. Verwende die Schlachtkarte im Strategium oder in der Starthalle, um den aktuellen Spielmodus zu ändern. Wartestanz zur Schwarmflotte. Nicht Strategium, okay. Soll ich das hier machen? Ah, warte mal. Derzeit nicht verfügbar. Okay. Liebe Telemetrie,
lautet unsere Mission? Die Kardianer haben die Kontrolle über die Orbitalkanonen verloren. Wir müssen sie zurückerobern. Sie haben sie jetzt schon verloren? Die Tyranniden greifen die Kanonen unaufhörlich mit Sporen an. Es überrascht mich, dass die Kardianer so lange durchgehalten haben. Und bearbeiten. Ja, ja. Ah, hier drüber könnte ich jetzt. Ah, sehr geil. Altareus und Elion. Der Kampagne kann man auch im Koop spielen. Vor zwei Tagen zum ersten Mal. Dann müsst ihr noch viel lernen. Ich freue mich darauf. Was machst du denn da? Platziere Ladung. Weg ist versperrt. Diese Gefechtskämpfe wurden nicht richtig gesichert. Weißt du, was passiert, wenn sich einer lockert? Ich glaube, dass die Virusbombe nicht lange gibt. Sergeant? Brüder, das ist Leutnant Titus. Er wird sich uns anschließen. Willkommen, Bruder. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir brechen sofort auf. Ja, Leutnant. Okay, da geht's direkt los. Stoße zum Astra Militarium. Verteidige die Luftabwehrsysteme. Sie waren bei der Death Watch. Ja. Das war sicher eine große Ehre. Ich werde Ihnen mit Freude dienen. Nähern uns der Absprungzone. Dann los. Der Leutnant ist über 200 Jahre alt. Er wurde sicher nicht als Primaris geboren. Hm. Du hast recht. Und jetzt hat er das Kommando. Ich bin jetzt so ganz in der Lore drin, um dazu hundertprozentig direkt auf Anhieb zu raffen. Muss man ein bisschen was reindenken da. Gestatten Sie Bericht. Die verdammten Biester haben die Orbitalkanonen. Sie haben uns zum Lager zurückgedrängt und planen einen Überfall. Lirio, nehmen Sie Altareus und Elion und bleiben Sie hier, um das Lager zu sichern. Ja, Bruder. Major, wir müssen zu den Abwehrwaffen. Ja, mein Lord. Folgen Sie mir. Geil, Knarren. Hier hat sich verschlechtert. Diese widerlichen Gargoyles verseuchen den Himmel. Die Tyranniden haben die Orbitalkanonen? Ja. Ihre unablässigen Attacken erschweren einen Gegenangriff. Wir kümmern uns darum. Sieht so krass aus. Unterstützen. Viel Dank, mein Lord. Es sind unendlich viele.
zählst du mit, Bruder? Oh, das tue ich. Wir müssen runter hier. Drücke Dreieck, um in den Wutmodus überzugehen, so fügst du höheren Schaden zu, bist widerstandsfähiger und stellst mit Nahkampfangriff und Gesundheit wieder her. Ah, okay, wenn der aufgeladen ist. Probieren wir mal. Mein Lord, wir haben Berichte, dass sich mehrere Schwärme nähern. Sagen Sie uns wo. Ich schicke die Koordinaten an Ihr Auspex. Ach, hier, sammeln. Oh, den auch schon passt. Ne? Wenn du gegen größere Gegner genommen Richtung mit Paris oder auswählst, kannst du im Anschluss einen Nahkampf auswählen. Ja, okay, da bist du mehr. Das ist eingeschnetzelt, das ist geil. Okay, das Achte verfehlt nie. Alle in der Basis verlassen ihnen ihr Leben, Bertelot. Imperator schütze uns. Wir müssen durch den Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio, helfen Sie den Kadianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie Bericht. Ja, Leutnant, es wird nicht lange dauern. Sehr, sehr geil, Leute. Das war der erste Einblick in Space Marine 2 Warhammer 40k und ich glaube im Multiplayer wird das Ganze noch mal deutlich geiler. Also gefällt mir richtig gut. Also ein paar leichte Grundkombos. Da braucht ein bisschen um reinzukommen, wie gesagt, mit dem Parieren, da braucht man ein bisschen Gefühl für. Wird denke ich noch kommen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für alle, die jetzt noch da sind, die zugeschaut haben. Ich wünsche euch viel Späßchen damit. Und lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.